Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wir befinden uns hier in unserem Motorhome von Red Bull Racing und wir werden heute den Grand Prix von Australien in Angriff nehmen. Zumindest mal das Qualifying. Dementsprechend hören wir uns mal hier die Session-Ziele an. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. So, wir müssen Fünfter werden und Valtteri Bottas schlagen. Gut, das versuchen wir natürlich an dieser Stelle ganz klar. Wir sind aktuell 8 Punkte im Rückstand gegen den lieben Valtteri. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, er fährt das Auto schon die ganze Saison, beziehungsweise auch die letztjährige Saison. Wir sind erst seit der Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, auf diesem Auto. Und dann würde ich sagen, sitzen wir hier schon im Auto. Setup habe ich ungefähr dasselbe wie in der Megacorp. Ich hoffe, wir stellen es diesmal nur ein bisschen besser an. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal raus, nutzen mal die freie Strecke, wir fahren insgesamt 2 Runs und hoffen, dass wir uns da relativ weit vorne platzieren können. Natürlich den Reifen nicht allzu viel anfahren. Unsere Gegner sind wie immer bekannt. Einerseits Daniel Ricciardo, unser Teamkollege, dann noch die zwei Ferrari-Piloten mit Vettel und Räikkönen und auch die Mercedes-Piloten. P6 muss mindestens rausschauen, wir sollten sogar Fünfter werden, also sprich mindestens mal unseren Teamkollegen, schätze ich mal, schlagen. Wobei wir sollten auch Valtteri schlagen, also das wird jetzt hier natürlich spannend. Wir sind auf einer reinen Mercedes-Strecke, eigentlich relativ viel Topspeed, man braucht relativ viel Geschwindigkeit. Ich habe auch relativ viel Sprit mit, fällt mir gerade auf. Dann gleich mal hier mit Max rausballern. So, dann geht es schon hier auf die lange Gerade. Insgesamt über 1 Kilometer lang, wenn es mich nicht irrt, hier mit sogar einer Tribüne für die Zuschauer. Nur getrennt von einer Strecke. Die voneinander ist relativ scheiße, aber naja, gibt Schlimmeres. Immerhin gibt es Live-Musik. Und da steckt man jetzt auch schon rein in den dritten Sektor. Der so ein bisschen Istanbul-Charakter hat. Hier mit der langgezogenen Kurve, das ist einfach so ein Indiz aus Istanbul, das kennt man von dort. Mittlerweile in der Formel 1 ja nicht mehr vorhanden, der große Preis der Türkei. Nichtsdestotrotz eine extrem geile Strecke. Und wir gehen jetzt rein in die erste fliegende Runde. Und hoffen, dass wir hier gleich mal eine verkehrlose Runde erwischen. Was schon mal relativ schlecht ausschaut für die Kurve 1. Wo im ersten Sektor Verkehr haben, ist gar nicht gut. Das wird keine gute Zeit, Leute, das sage ich euch jetzt schon. Wenn man schon mal den ersten Sektor Verkehr hat, wird das relativ schwierig. Hier ist relativ spät einlenken. Im Rennen dürfen wir das nicht machen, weil ansonsten zieht uns hier die KI gnadenlos rein. Topspeed hier auf der Gerade natürlich weit über 300, geht so an die 320 ran. Relativ früh wieder am Gas beim Kurvenausgang. Hier die Kurve ist knifflig, da geht nämlich gerne mal der Arschleich weg beim Kurvenausgang. Ein 36.0 aktuell die Zeit, was wirklich keine gute Zeit ist. Ja, sieht man schon, Räikkönen gleich vorgezogen, wobei wir würden uns jetzt schon wieder verbessern.
Und schaut, man ist mit einem Reifen, der um eine Runde älter ist, was auch nochmal 2-3 Zehntel in der Regel kostet. Gleich mal 2-3 Zehntel auch nochmal schneller, das sieht man. Ich habe einiges an Zeit verloren hier im ersten Sektor. Auch hier rausbeschleunigt auf die lange Gerade. Ja gut, da bin ich vorher besser rausgekommen. Aber hinter uns ist schon Perez auf der schnellen Runde. Der nutzt jetzt natürlich hier unseren Windschatten mit. Hier kurz vor 100 Meter anbremsen, damit dass man hier schön den Schwung mit rausnimmt aus der Kurve. Jetzt nicht perfekt angebremst. Und da sind wir schon wieder dran am Kollegen Wehrlein. Da haben wir aufgeholt, ordentlich. Und da sind wir drin in der Box und ja, immerhin konnte der Forsinja-Piloten nicht vorbeigehen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt aber erstmal hier neue Reifen draufstecken, ein bisschen abtanken, bevor wir dann in den zweiten Run reingehen. Und ja, mehr haben wir dann auch nicht zur Verfügung. Wir können 2 Läufe fahren, danach fahren wir wieder zurück an die Box und dann schauen wir, was zum Schluss bei rauskommt. Und jetzt erstmal reinschieben, neue Reifen draufstecken und dann geht's wieder raus hier. So, wir gehen rein ins Setup. Tanken wie gesagt ein bisschen ab. 3,2 Runden dürften reichen für einen schnellen Umlauf. Holen uns neue Ultrasoft-Reifen, die 0,2 Sekunden schneller sind. Weniger Sprit bringt natürlich auch etwas. Dann gehen wir gleich mal raus, denn jetzt ist dann mitunter am wenigsten los auf der Strecke. Nur 6 von 20 Autos aktuell draußen. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch auf der Uhr. Ich weiß zwar nicht, wie viel genau, aber gut. Verbrennung haben wir auf 6 eingestellt, jetzt wieder auf 3, ohne dass wir die Hände irgendwie bewegen. Faszinierend. Und ja, dann geht's raus. Das dachte ich schon, unser DS ist offenerweise ist der T-Wing. Hoppala. Jetzt gehen wir hier zurück auf Mager, damit das mal einen Umlauf hier definitiv ja, schaffen werden und auch wieder zurück an die Box kommen nachher. Reifen schon jetzt erstmal hier anfangs. Nicht komplett in den Reifen verheizt. Das wird nämlich höchstwahrscheinlich der Reifen werden. Ja, aktuell haben wir das Ziel erfüllt, aber Massa ist noch vor uns. Das heißt, wir waren nicht schnell genug, so viel kann ich schon mal sagen. Wir können ja kurz mal über die Rennleitung die aktuellen Zeiten so eingehen. Sieht man die? Nein, sieht man nicht. Was hat Kimi für eine Zeit gefahren? 1:34.1. Im Verhältnis bin ich eine 1:36.1 circa gefahren. Perez ist auch vor mir mit einer 35.2. Und ich bin eine 1:36.0 gefahren. Das heißt, Kimi Räikkönen war um knapp 2 Sekunden schneller wie ich. Da ist auf jeden Fall noch einiges an Spielraum. Da bin ich nicht schnell unterwegs hier. Ich weiß nicht, wo man da noch 2 Sekunden rausholt. So, und jetzt einmal konzentrieren, bitte. Komm, ich spule hier kurz mal zurück, weil das Kurvenexit hier war überhaupt nicht gut. Wenig Schwung damit genommen. Und wie gesagt, ich bin jetzt still eine Runde lang und dann hören wir uns wieder.
Yes! Mit der Runde bin ich richtig, richtig happy. Das passt schon mal sehr gut. Eine 1.35.0, mehr ist auch nicht wirklich drin. Also ich bin in der Megacorp-Vorbereitung, bin ich keine 1.33 gefahren. Also da war ich so bei einer 1.34.5 Maximum. Also ich weiß nicht, wie der Ferrari-Junge da das wirklich so brutal rausgezaubert hat. Aber jetzt warten wir mal ab, wie der Rest so noch abschließen wird. Wir rollen noch zurück hier an die Box. Damit das mir den Reifen nicht überstrapazieren. Er kommt hier hinter uns. Grosjean. Komm, Kollege, schlüpf durch. Und dann geht's hier wieder auf die schön lange Gegengerade. Da vorne quält sich schon der ganze Tumult hin zur Start-Zielgerade. Aktuell sind wir auch um 7 Sekunden langsamer als wie in der letzten Runde, aber das ist ja egal. Wir wollen immerhin ja auch keine schneller jetzt fahren. Jetzt hier gemütlich hochschalten. Nicht mehr allzu schnell hier durch mit 240. Das ist immer noch flott genug, aber halt nicht am Limit. So, und da sind wir in der Box und wir hoffen mal, dass nicht allzu viele noch vorfahren. Aber 0,8 Sekunden am Limit schon mal langsamer als wie die Konkurrenz. Das ist bitter. So, und da sind wir. Dritter. Jawohl. Traum-Quali, würde ich mal sagen, von der Platzierung her. Für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Raikkonen und ein Red Bull. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. So, und ich würde mal sagen, die Ferraris fahren auf einem anderen Niveau, die sind auf einem anderen Level. Wenn wir jetzt hier unter die Rennleitung reinschauen, da haben wir einerseits Vettels Zeit, die nochmal kränker ist als wie die vom, Räikkönen, genau, da ist eine 37,8 in Sektor 1 gefahren. Wir sind eine 38,3, also da sind wir schon mal eine halbe Sekunde langsamer dann in Eine 25,5 sind wir gefahren. Und er ist eine 25,5, genau, dann 37,8. Genau, da sind schon mal 0,5 Sekunden und dann müssen wir im letzten Sektor auch nochmal ordentlich kassieren. Genau, das ist eine 30,7 und ich bin 31,1 gefahren. Gut, im Gesamten hat die Rundenzeit ja gereicht, das ist schon in Ordnung. Nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir hier nochmal zulegen. Ich bin jetzt aber raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo eine Weiterempfehlung super. Morgen ist der große Preis, schaltet ein. Ich bin raus. Ciao, Leute.